Servus und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Overlord. Erstmal treten. Alter. Liegen bleiben. Meine Fresse. Da hat das Weib den Narren noch nicht gut erzogen. So, Dala. Unsere Aufgabe ist es, die Blauen zu finden. Und die finden wir im Sumpf in Himmelspitze. Haben wir auch erst im letzten Part festgestellt. Danke, Gnarl. Hat er wenigstens was gut. Das heißt, richtig. Ich muss mich jetzt alleine durchschlagen. Weil die anderen können nicht schwimmen. Haben nie das Seepferdchen gemacht. Mhm. Hier kommen wir auch nicht weiter. Müssen wir alles schön durch den Sumpf warten. Da müssen wir das Ganze schön durch den Sumpf warten. Ja. Giddigiddigid. Da müssen wir die Rüstung komplett erstmal waschen. Wenigstens habe ich ein schönes Schwert. Was war das jetzt für ein Bug? Jetzt hat mir plötzlich ein Minus an, obwohl ich kein Minus habe. Hm. Weird. Oh ne, das ganze Spiel ist weird, dass man mal den Bösen spielt. So, bitte. Aha. Hier sind Braune. Kommen wir also hier raus. Warte mal. Ich könnte mal ein paar Braune kurzzeitig verheizen. Wird mal Zeit, ein paar Braune wieder zu verheizen. Bevor wir uns die Blauen holen. Ah, da brauche ich rote. Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte. Das kann ich brauchen. Perfekt über den Hinterhalt, weil ich eigentlich blau suchen wollte. Ja, ja, Papa schützt euch schon. Wenn ich mal meine braunen... ja. Ja, die regen sich auch nur auf, weil ich sie gerade alle auf Alkohol und Zug setze. Haben sie sich aber selbst zuzuschreiben. Haben sie sich aber selber zuzuschreiben, dass Papa sie auf Alkohol und Zug setzt. Moment. Mir ist was aufgefallen, was mir gar nicht so schmeckt. Sorry, dass ich das in der Aufnahme mache. Ich weiß, sollte ich eigentlich davor tun. Aber ich wollte unbedingt aufnehmen. So. So. Passt. Und das
fress dir schon mal durch, während die anderen drei Lebensenergie einsetzen. Und die anderen drei hier schon mal das Objekt bringen. Na geht doch. Wir halten jetzt wenigstens mehr aus. Da in dieses nette Städtchen müssen wir rein. So, erstmal plündert ihr, bevor ich euch wieder nach Hause schicke. Gut, hier kommen wir nicht rein. Das Tor ist zu. Und die Blauen sind irgendwo hier im Sumpf. Aber dazu muss ich erstmal meine 15 braunen, unter anderem Teilzeit-Besowskis loswerden. Die ihr Leben auch gerade nicht mögen, weil ich sie auf Alkoholentzug gesetzt habe. So, ihr geht mal wieder Heme. Euch brauche ich erstmal nicht. Hier ist ein Nest blauer. Hier würde ich grüne brauchen. Hier würde ich die Stinker brauchen. Hier hätte ich nochmal meine Braunen ausrüsten können, aber wurscht. Das ist jetzt erstmal Latte. Gut, hier kommen wir nicht weiter. Aber wenigstens haben wir schon mal Leben. Das ist schon mal das Wichtigste. Lebensenergie. Mal da wieder ein bisschen mehr von. Ob Mana, ja. Latschen wir wieder zurück. Und latschen den anderen Teil vom Sumpf ab. Ah, da schau einer, guck. Aber von hier kamen wir ja. Ja, wait a sec. Brauchen wir kurz grüne. Oh, Moment, ich hol mir nochmal kurz drei. Hol ich mir gleich mal drei grüne. Das sind die einzigen, die ich gerade hab. Oh, ein Objekt. Nice. Mag Objekte. Na, wir wissen, dass du leicht objektophil bist.
Aha. Da hinten hat sie gequakt. Enten. Diese Vögel sind Granatengänse. Sie sehen zwar dämlich aus, sind aber absolut höflich. Also, ja, Gänse sind ja eh in Großbritannien Eigentum der Queen. Mach mal ein bisschen. Ja gut, hat mich ein bisschen Leben gekostet. Aber das war's wert. Gott, sind da jede Menge Gänse. Stirb, du dumme Nuss. Wie schnell die mir gerade alle abnippeln. Ja, ich bin auch schon wieder nicht gut beieinander. Hab jetzt die Hälfte Mana verloren, über die Hälfte Leben. Weiß ich, hier sind die Gänse. Boah, ich habe an euren Eiern gar kein Interesse. Da wirst du in Ruhe was suchen gehen. Meine Herrschaftszeit. Die Gänse haben mir jetzt aber auch ganz schön zu schaffen gemacht. Okay. Da brauche ich die blauen. Das ist safe. Das sind logischerweise noch die letzten, die uns fehlen. Ah, da sind die blauen. Rankommen tue ich mit den grünen nicht. Wait a sec. Es hat gerade ein bisschen geknallt. Ja, komm. So, ihr kleinen Stinker. Ihr habt ein bisschen was zu tun.
Ihr dürft wieder richtig schön stinken. Ihr dürft stinken. So, habt ihr fein gemacht, meine Stinker. Geht ihr wieder zu euren anderen Stinkefreunden. Dann gehen sie wieder zu ihren anderen Stinkefreunden. Und stinken um die Wette. Und der grüne Schergenkönig ist der, der am krassesten stinkt. Sind zwar alle hochdiszipliniert, aber mit Hygiene nehmen sie es echt nicht so genau. Ja, irgendwo müssten sie Abstriche machen. Nice. Natürlich, die Blauen verstecken sich an einem schönen feuchten Ort. Geht er und holt euch ihr Nest. Das werden wir machen. Aber im nächsten Part. Nachdem wir in dem heutigen Part erstmal den Weg reingefunden haben. Sag ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.